So, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, einem etwas speziellen Video dieses Mal. Wie ihr hier seht, habe ich gerade Terrasology offen. Ich will jetzt kein Let's Play von Terrasology starten, also kein Vorspiel davon. Vielmehr soll dieses Video ein Tribut sein. Ein Tribut an eine Person. Ich bin auf diese Idee gekommen, als ich auf einen recht witzigen Kommentar einen anderen witzigen Kommentar geschrieben habe und dieser Kommentar ebenfalls kommentiert wurde. Und ja, ich möchte jetzt auch gar nicht mehr lange faseln. Ich denke, mit der Zeit wird sich ergeben, wem dieser Tribut gilt, und ich weiß auch nicht, ob das wirklich funktionieren wird. Ich starte jetzt einfach eine völlig neue Welt. Die nenne ich jetzt einfach mal Tribut. Seed ist mir egal. Ich will Freestyle machen. Und sag dann einfach mal los. So, jetzt wird dann hoffentlich gleich die Welt generiert und wir werden gleich sehen, ob das alles so halbwegs so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ich bin hier schon mal wieder irgendwo im Nirvana. Das war ja natürlich super. Also, das heißt, ich muss hier erstmal weg. Ich muss hier erstmal weg. Und nach oben. Nach oben klingt vielleicht gar nicht mal so übel. So. So. Da geht's weiter hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. So, ich muss einfach nur deswegen nach oben. Weil ich irgendwie etwas brauche, was relativ eben ist. Da unten, das sieht alles gerade nicht sonderlich eben aus. Komme ich hier eigentlich zwei hoch? Ja, ich bin ja nicht im Survival-Mode, das heißt, ich glaube, ich kann hier relativ hoch hüpfen sogar. Oh, da oben ist Schnee, das ist fast auch noch gut. So, so, so. Vielleicht sollte ich diese ganze Debug-Information, die da oben drin ist, ausblenden. Wäre vielleicht auch mal ein guter Plan. Geht's hier weiter? Geht's da weiter? Das ist knapp dran vorbei, an der Wahrheit. Na hopp, dann geht's doch da weiter. Da geht's weiter, da geht's weiter. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Da geht's auch weiter, dann bin ich doch schon fast oben. Hoffe ich doch. Naja, mal sehen. Mal sehen, ob wir hier ein lauschiges Fleckchen, Plätzchen finden, wo ich hier meinen Plan, mein Tribut an diese eine Person umsetzen kann. Und dann werden wir doch mal schauen, ob das klappt. Das da oben sieht nach einer guten Plattform aus. Das könnte echt was werden. So, was ich dann allerdings brauche, ist auf jeden Fall viel, 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 viel Erde vermutlich. Also, denke ich zumindest. Ob ich dann wirklich so viel brauche, wie ich mir da jetzt gerade einbilde. Wow, perfekt. Der Platz hier ist perfekt. Das ist echt super. So, ich muss hier jetzt erstmal alles abreißen. Dafür muss ich dann quasi erstmal hier auch schauen, wie weit der ganze Spaß geht. Aber das hier sieht echt so... Boah, ist das gigantisch. Das ist echt ein super Platz hier. Wow. Wow, da habe ich genau das Richtige getroffen. Das sieht einfach super aus. Also tut mir leid, dass ich jetzt einfach wieder weglaufe. Auch das Ding vielleicht gar nicht abreißen. Weil ich einfach nämlich hier hinten... Kann ich irgendwie rennen? Ja, so kann ich rennen. So. Weil ich einfach hier hinten schon mal... Schalte ich eigentlich die Debug-Information aus? F3? Ja.
So, die interessiert uns ja nicht wirklich. Gut. Und hier hinten geht's dann wieder runter. Das war richtig tief. Boah, das ist echt ein cooles Plateau hier oben. Muss ich jetzt einfach mal zugestehen, sagen, das ist echt ein cooles Plateau hier oben. Da bin ich fast versucht, doch das ein bisschen ernsthaft anzugehen, aber eigentlich wollte ich wirklich kein Terrasology Let's Play machen. Und eigentlich finde ich es auch ein bisschen schade, dass ich hier offensichtlich wann hört denn der Spaß hier eigentlich auf? Nee, der zieht sich hier einfach durch. Da ist eigentlich fast die Frage, ob ich nicht doch eher mein Vorhaben hier mache. So, hier hin. Auf dem Platz. Dazu schaffe ich diese Dinge hier ab. Spitzhacke vermutlich. Zack, zack, zack. Machen wir das alles weg. Und nehmen wir das nächste. So, ich brauche einfach viel davon. Viel, viel, viel Erde. Und die Erde hier ist vielleicht fast ein bisschen ungeeignet. Weil so wie ich das sehe, diese Erde halt Erde mit Schnee bedeckt ist. Ja, wobei, das kann auch fast gut werden. Manche von euch werden vielleicht relativ schnell dann feststellen, worauf ich abziele und was das Ganze soll. Ich möchte mich dazu allerdings trotzdem erstmal bedeckt halten. Ich werde natürlich die Person, der dieser Tribut gilt, früher oder später natürlich dann auch nennen. Soll ja auch sie wissen. Ich meine, ihr wisst es wahrscheinlich schon, weil ich das Video so benennen werde. Aber ich werde mich hier trotzdem verbal erst einmal bedeckt halten. So. Boah, das ist so gigantisch hier. Das ist unglaublich. Also das ist echt perfekter Platz hier. Das ist unglaublich. Boah, so unglaublich, wie das ist. Aber eigentlich will ich. Aha. Eigentlich sollte ich die Erde hier fast lassen. Irgendwie, aber irgendwie auch nicht. So, da hinten habe ich doch dann irgendwo mal. Oh. Naja, das Loch, das stört nicht groß. Okay, hier habe ich angefangen. Das heißt, das graben wir auch noch alles ab. Und zwar, ja. Oh Gott, jetzt wird's dunkel. Das heißt, ich platziere hier mal ein paar Fackeln. Zack. Und da noch eine. Dann mache ich da doch eine hin. Es wird dann zwar nicht mehr ganz so fesch aussehen hier hinten, wenn ich das wirklich alles abgetragen habe. Und da wollte ich dich aber eigentlich nicht haben. So, ich wollte dich da haben. Genau. So. Da ist meine Spitzhacke. Und dann wird der ganze Spaß jetzt hier auch wieder abgetragen.
Jo. Während wir hier Erde und Erde und Erde und Erde und Erde abtragen, weiß ich eigentlich nicht so wirklich, was ich jetzt erzählen soll. Ich habe auch eigentlich gar nicht wirklich was zu erzählen. Ich habe einfach bloß diese fixe Idee im Kopf, dass ich jetzt hier etwas bauen werde. Als Hommage an einen, meiner Meinung nach, sehr lustigen Menschen. Und ja. Genau, dafür wie gesagt viel Erde. Und Erde. Und Erde und Erde und Erde. Dass die Erde hier jetzt mit Schnee bedeckt ist, ist ein bisschen blöd, aber nicht unbedingt hinderlich, wenn das dann gegen Ende so aussieht, wie ich mir das vorstelle. So. Wenn ich dann diese ganze Erde hier abgetragen habe, dann werde ich mal anfangen zu bauen und ich befürchte, das wird natürlich nicht reichen. Aber man kann das, dann kann ich ja später quasi noch mehr Erde holen. Wir wissen ja, wo es die gibt. Die gibt es hier ja gleich direkt ums Eck. Und ich werde versuchen, dann wieder den Bauplatz zu finden von vorher. Und dann werden wir da auch gleich los. Okay. Da war Erde über irgendeinem komischen Loch. Auch ein bisschen seltsam, aber na gut. Alles halb so wild, das kriegen wir hin. So, nur noch 3 Reihen, 4 Reihen. Dann sind wir hier auch durch. Die Fackeln können wir dann da hinten eigentlich stehen lassen, das ist halb so wild. Boah, da ist eine Höhle. Skandal. Ich hab gedacht, das sei hier ein schönes Plateau, aber nee, da ist eine Höhle. Ach je. So. Höhlen wollte ich ja jetzt eigentlich nicht ausgraben. Ja, ist aber keine wilde Höhle. Das ist bloß eine Vertiefung im Boden, das passt schon. So, immer schön weitermachen und weitermachen und weitermachen. Oh, da gibt's noch viele rein. Naja, auch nicht schlecht, gibt uns auf jeden Fall viel, viel Erde. Jetzt falle ich gleich wieder ins Loch. Ich glaube, das Loch, das müsste ich echt mal zumachen. Aber ich brauche die Erde. Ich kann da keine Erde für opfern. Tut mir leid. Das kann ich echt nicht machen. So. Wow, das geht gerade viel schneller. Wieso denn auf einmal? Richtiger Winkel erwischt, oder? Cool, Fackel in der Luft. Hier noch 2. Und hier noch einen. Und dann werden wir mal sehen, ob das halbwegs so klappt, wie ich mir das vorstelle. Zack. Dann müsste ich ja hier hinten rüberkommen. Genau. Da wollte ich das hinmachen.